großer Tag für Spandau. Spitzenwasserball auf höchstem Niveau. Die Herren der Wasserfreunde Spandau 04 schnappen sich in einer hitzigen Pokalentscheidung gegen ihren Dauerrivalen Waspo 98 Hannover den Pott. Es ist absolut unglaublich. Es war ein sehr harter Kampf. Waspo ist ein sehr gutes Team. Im Spiel der Giganten ging es ab der ersten Spielminute zur Sache. Spandau setzte sich im ersten Viertel mit einem 3:1 in der heimischen Halle gegen den neuen deutschen Meister ab. Die Hannoveraner mit den weißen Kappen konnten erst kurz vor Ende des zweiten Viertels näher an die Berliner herankommen. Nach dem Seitenwechsel setzten die Spandauer mit den schwarzen Kappen wieder ein Zeichen. Mit sage und schreibe 10:7 bauten sie ihre Führung aus. Der Wille, die notwendige Einstellung und der Biss, welche dem deutschen Vizemeister Mannschaftsfinale fehlte, war wieder da. Besonders hervorstach dabei der Spandauer Torwart Laszlo Baksa. Ohne seine hervorragenden Paraden hätte das Spiel anders ausgehen können. Dessen Landsmann Lukas Gehl mit der Nummer 3 erzielte für die Gastgeber die meisten Treffer. In der Schlussphase fand er gleich zweimal hintereinander den Weg zum gegnerischen Tor und mit 12:8 schoss er auch das Endergebnis. Wir mussten viel beweisen, um diesen Pokal zu gewinnen. Wir haben als Team einen tollen Job gemacht. Zeit für einen Titelgewinn und ein Zeichen setzen, lautete die Devise für den großen Tag. Das ist den Spandauern definitiv gelungen. Zum 31. Mal triumphierte wieder Spandau vor Waspo 98. Rang 3 ging an den OSC Potsdam, der den ASC Duisburg mit 15:13 besiegte. Auch die Frauen von Spandau konnten sich an diesem Tag den Pokalsieg sichern. Bisher ist es nur wenigen gelungen, dass Frauen und Männer einer Mannschaft im gleichen Jahr den DSV-Pokal nach Hause geholt haben. Die Wasserfreunde Spandau reihen sich nun auch in diese Liste ein. Es ist sehr gut, zu Hause zu sein, vor der eigenen Menge, in Berlin. Es ist ein ganz besonderes Gefühl. Bis die Spandauer Damen und Herren ihren Doppelerfolg realisiert haben, brauchte es ein bisschen, was sie in der Schwimmhalle Schöneberg abgeliefert haben. Doch dann wurde es ausgelassen am Abend gebührend bei einem gemeinsamen Dinner und Drinks gefeiert. Welch ein großer Tag für die Wasserfreunde Spandau 04.